Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Block Bloody Gentleman Box von Dümaroc. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Block Bloody Gentleman von Dümaroc. Es ist eine, ja, schlichte Kartonbox, was auf den ersten Blick natürlich auffällt. Wir haben hier keine individualisierte Box oder keinen Aufkleber, der uns irgendwas verrät. Wir haben wirklich lediglich auf der Rückseite vom Versand bzw. von der Lagerung hier den Hinweis von dem Händler eben, was sich hier drin befindet. Block Bloody Gentleman Limited Box Menge 1 zu lagern. Okay, und einen Barcode. Also hat jetzt mit Dümaroc an sich gar nichts zu tun, das ist wirklich nur der Händler, von dem ich diese Box bestellt habe, hat das eben in seinem Warenlager entsprechend gekennzeichnet. 2013 kam dieses gute Stück raus, Block Bloody Gentleman. Es ist das erste Soloalbum von Dümaroc, das eben gleich in dieser Box, in diesem Bundle mehr oder weniger erschienen. 2012 kam ja das Collabo-Album damals mit Sadik, Narkotik. Und 2013 war es dann soweit, das erste Solo-Release von Dümaroc. Wir schauen mal hinein. Wir haben hier ein Shirt, das Album Block Bloody Gentleman. Dann haben wir eine weitere CD, meines Wissens eine Single, One Touch. Und dann haben wir hier noch ein Poster und eine Autogrammkarte unterschrieben. Ansonsten der Karton leer. Ja, nachdem das jetzt keine, ich sag mal, richtige Box oder keine Dümaroc-Box ist, werde ich diese Box, diesen Karton nach diesem Unboxing nicht aufbewahren, wie ich es mit Unboxen tue. Finde ich natürlich schade, man hätte zumindest irgendwie einen Aufkleber drauf machen können, wie andere es zum Beispiel getan haben, dass man einfach nur am Karton einen kleinen Hinweis, einen kleinen Zettel aufklebt, wo eben das Cover oder irgendwelche Infos zum Inhalt sind. Ist hier leider nicht geschehen, ist natürlich nicht ganz mein Geschmack. Ich bin schon Fan davon, dass man die Boxen von außen erkennt, aber ja, ist auch schon eine lange Zeit her, 2013, und war vielleicht damals einfach auch finanziell nicht so drin. Trotzdem werden wir uns den Inhalt natürlich anschauen, was uns hier erwartet. Dümaroc Block Bloody Gentleman Premium Edition. Hier oben steht DÜMG präsentiert. Dann haben wir hier auf der Rückseite 15 Tracks. Und dann haben wir die Instrumental CD plus zwei Bonus Tracks. King Bloody Remix und Go Fast. Okay, bin jetzt nur etwas verwirrt, weil hier mit 15 und 16 nummeriert ist. Aber es wird daran liegen, dass hier ein Skit ist. Also wir haben hier einen Skit. Deswegen haben wir hier dann einen Track weniger, sprich 14 Tracks als Instrumentals, deswegen 15, 16. Dann haut das schon hin. Okay, wir haben Features von Jonesman, Vega, CJ Taylor, Hannibal, Kopf an Kopf, PA Sports. Und das ist es gewesen. Meine Favoriten, also es gibt drei Tracks, die mir besonders gut gefallen haben auf diesem Album. Das ist einmal der Track Face Off hier, Nummer 9. Und dann noch Das ist Frankfurt, Nummer 11 mit Hannibal, dem Schatzi. Und dann haben wir noch Gangster oder Gentleman, Nummer 14. Das sind meine Favoriten. Okay, wir haben es hier zu tun mit einem Pappschuber. Bedeutet, das Album hier einfach rauszuziehen. Und dann kommt das eigentliche Cover zum Vorschein. So sieht das Ganze aus. Also es ist so ein halbiertes Cover. Auf der linken Seite haben wir den Block Bloody Dümaroc und auf der rechten Seite haben wir im Anzug den Gentleman Dümaroc. Also quasi so dieser Zwiespalt zwischen Gangster und Gentleman, zwischen dem Jungen von der Straße, der halt Scheiße baut und Drogen verkauft, und dem kultivierten Gentleman auf der rechten Seite. Gefällt mir vom Cover echt gut. Auch hier nochmal die Tracklist und hier einfach Eindrücke aus seinem Leben. Also, hier die Oberseite dürfte wohl die Block Bloody Seite sein. Hier Geld, Frankfurter Skyline und Geschäfte am Handy.
Und auf der unteren Seite haben wir dann wieder Hemd, Anzug, Hosen. Also das schaut dann mehr so nach Gentleman aus. Alles klar. Dann haben wir hier mal das Booklet. Schauen wir gleich mal. Cover kennen wir bereits. Block Bloody Gangster. Was lesen wir hier? Ein Mann der Familie hat immer Recht, selbst wenn er Unrecht hat, hat er Recht. Du darfst nie einen Menschen, der nicht zur Familie gehört, merken lassen, was du denkst. Geld ist eine Waffe, Politik ist zu wissen, wann man abdrückt. Also, zumindest das letzte Zitat kommt mir sehr bekannt vor. Ich bin mir nicht sicher, ob das von Henry Kissinger ist, aber es ist auf jeden Fall von einem hochrangigen Politiker damals getätigt worden, diese Aussage. Block Bloody Gangster, Frankfurt-Shirt. Schönes Motiv, also auch hier so der lilane Himmel, der Horizont. Was haben wir hier? Die Tracklist, die Credits, eine Danksagung und die Infos über Vertrieb, Grafik, Design, Fotos, also einfach die Beteiligten des Albums. Noch eine Abbildung von Dümerock, wie er in den Spiegel sieht. Dann haben wir hier die Gentleman-Seite, also das hier dürfte dann die Block Bloody Gangster-Seite eben gewesen sein, klar. Und hier dann im Gegenzug die Gentleman-Seite. Block Bloody Gentleman, was steht hier? Der Gentleman ist ein Mann der Wahrheit, Herr über sein eigenes Handeln und fähig, dieses Herrentum in seinem Benehmen zum Ausdruck zu bringen. Ein Gentleman unterscheidet sich vom Gangster durch die Reinheit seiner Empfindungen. Er hat eine ideale Vorstellung von Reichtum im Gegensatz zur Habgier. Ideale Vorstellung von Ehre im Gegensatz zum Hochmut. Doch bleibt er nach wie vor ein Wolf, jedoch ein geduldiger Wolf. Auch hier wieder Fotos. Sehr schön. Und dann haben wir noch hier Merchandise du Couture du Maroc. Könnt ihr natürlich vorbeischauen im Shop. Okay, dann haben wir das Album. Die CD sieht so aus. Eine Schrotflinte inklusive Patronen und einer roten Rose. Klassisch. Und dann haben wir noch. Auf der Rückseite haben wir hier noch BBG, also Block Bloody Gentleman. Und hier die Bonus-CD, eben inklusive der Instrumentals und der zwei Bonus-Tracks. Gehen wir wieder den Schuber drüber. Dann haben wir eine Bonus-CD, die Dümarock One Touch featuring Jonesman. Und hier sehen wir noch Jerome Boateng. Ich sage, den linken kenne ich leider nicht. Also, es ist einfach eine Maxi-Single. Wir haben hier vier Tracks plus das Musikvideo One Touch. Also einmal One Touch normal, dann einmal den Club-Mix, dann einmal den Alternativ-Mix und dann einmal den Melody-Remix. Alles klar. Das war damals so eine mehr oder weniger Fußballhymne. Ich glaube, das ist irgendwie in Kooperation mit Adidas oder so entstanden. Okay, Booklet haben wir hier nicht, das ist einfach nur so ein Einleger. Sehr schön. Dann haben wir die Autogrammkarte, diese gestärkt, also so mehr oder weniger Karton. Album Release 24.05.2013. Dümarock Block Bloody Gentleman hier mit schwarzem Stift unterschrieben. Gefällt mir sehr gut die Karte. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, ist, dass hier oben Album Release steht. Aber ja. Ah. Das finde ich extrem cool, dass die auf beiden Seiten bedruckt ist. Normalerweise ist dann die Rückseite weiß oder man hat irgendwie noch Merch oder irgendwelche Infos. Aber dass die wirklich auf beiden Seiten ist, sehr schön. Also man kann sich natürlich aussuchen, einmal mit Unterschrift, einmal ohne. Gefällt mir gut. Dann haben wir ein Poster, dieses einseitig bedruckt und im Hochformat. Hier das Cover abgebildet und hier unten auch wieder dieser Zwiespalt zwischen Block Bloody Gangster auf der linken Seite und dem Gentleman auf der rechten Seite. Sehr, sehr interessant. Ups. Und dann haben wir als letzten Bestandteil der Box noch ein T-Shirt in der Farbe Weiß. Schauen wir gleich mal. Also, wir haben hier ein weißes T-Shirt mit schwarzem Brustaufdruck. Block Bloody Gentleman. Du Maroc lesen wir hier. Dann hier noch der Stern von Marokko. Kein Backprint.
Und wir haben es zu tun mit einem Fruit of the Loom Größe L Classic Value Weight. Und dann haben wir hier noch die Waschhinweise und die Info. Brum, brum, brum. Wo haben wir es? Made in Marokko. Alles klar. Du Maroc, im wahrsten Sinne des Wortes. Und sehe ich gar nicht wegen dem Material. Ah ja, genau. Hier ganz unten steht es natürlich. 100% Baumwolle. Wir schauen uns jetzt nochmal kurz an, wie das Ganze im Detail aussieht. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also das weiße T-Shirt hier mit dem schwarzen Aufdruck. Relativ schlicht gehalten von den Farben. Also klassische Kombination weiß und schwarz. Allerdings muss ich sagen, auch wenn hier quasi nur der Albumtitel und der Interpret steht, aber diese Verzierungen, diese Schnörkel und auch der Stern hier, gefällt mir richtig gut vom Design her. Also das ist einfach nicht nur so platt das Album aufgedruckt, sondern wirklich mit diesen Details hier, finde ich, hat das auf jeden Fall eine gute Optik. Und hier unten mit diesen Flügeln gefällt mir richtig, richtig gut, ehrlich gesagt. Auch wenn es sehr klassisch und sehr schlicht in weiß und schwarz gehalten ist, kann man meines Wissens oder meiner Meinung nach trotzdem sehr gut anziehen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt in der Größe L, dann das Poster im Hochformat einseitig bedruckt, dann diese Autogrammkarte, unterschrieben, die Single One Touch und das Album an sich Block Bloody Gentleman in dem Pappschuber. Das alles in dieser, ja, wunderbaren, nicht wirklich, aber das alles in dieser Kartonbox. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Du Maroc unterstützen möchtet, findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.